Auch dein Pipi-Kaka-Erfolgserlebnis der Woche sagen. Das ist sehr unangenehm. Aber irgendwie auch nicht. Also, habe in Dortmund gepennt und bin am nächsten Tag nach Köln gefahren. Die habe ich das noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Habe in Dortmund gepennt, musste nach Köln fahren zum Arbeiten. So. Habe am Abend vorher Chili con Carne gegessen. Ja. Habe ich dann dazu entschieden, vor der Fahrt mit dem Auto von Dortmund nach Köln, morgens im Berufsverkehr, Kaffee zu trinken. Und Kaffee wirkt bei mir immer relativ speziell morgens. Ein bisschen wie so ein braunen Pürierstab im Körper. Dementsprechend musste ich irgendwann mal auf dem Weg zwischen Dortmund und Köln auf die Toilette. Und es war dann sehr eilig. Also, es war sehr eilig. Und habe dann irgendwann eine Raststätte gesehen, habe mich gefreut. War dann aber nicht so eine Sanifair-Toilette, wo du 70 Cent zahlst und alles ist sauber, sondern so ein AIDS-Klo. Weißt du, diese ekligen, rot geklinkerten, ekligen Dinger. Und bin dann da rein und es war wirklich eilig. Also der Kopf der Schlange hat schon geguckt, wenn du so willst. Ich hatte schon die Marder im Keller. Du holst dir deine Ekelfolge, was? Ich hol mir die jetzt. Ich hol sie mir jetzt. So, den Mike liebt's. Der kennt das. Also ich hatte die Marder Mike schon hört uns nur jede Woche, weil er sagt, jetzt kommt, diese Woche kommt's, ja, Alter. Diese Woche. Ich hatte schon die Marder im Keller, bin da hingerannt. Was ist das denn für ein prolliger Spruch, Alter? Ja, da muss mal abgefeuert werden. Bin auf die Toilette gerannt. Die Marder im Keller? Sehe dieses, kennst du diese Klos, diese Edelstahl-Dinger sind das, ne? Diese ganz ekligen, die einfach fast im Boden eingelassen sind. Und dann gibt es ja Leute, die legen dann Papier aus, aber ich mache immer den Skispringer dann. Und der Skispringer hat das Problem, du siehst nicht, was hinter dir ist, und hinter mir war kein Klopapier. Also ich war dann fertig und dann so, fuck! Ich musste direkt zur Arbeit eigentlich von da aus, und das war einfach ein Riesenmalheur. Und plötzlich ist kein Scheiß. Plötzlich kommt von unten, weil ich habe so ganz laut fuck gesagt, kommt von unten aus der Toilette daneben, also das Frauenklo, das will ich, das Frauenklo, so eine ganz tiefe polnische oder tschechische Stimme: Brauchst du Klopapier? Kein Witz, kein Witz. Und ich so, geil, ja, danke. Und dann war die Hand weg und ich habe nie wieder, also ich bin dann irgendwann rüber, ich habe den Typen auch gesehen, so richtiger Fernfahrer. Kein Problem, kein Problem. Und er hat mir dann halt auch den Lifehack gesagt, das stimmt wirklich, einfach immer Klopapier im Auto haben, eine Rolle Klopapier, man weiß nie. Man weiß nie. Das ist mein Erfolgserlebnis der Woche, war eine spannende Woche. Aber ganz kurz, es geht auch fast schon in Richtung verkopfter Lifehack, weil du rechnest ja, also selbst wenn du eine Rolle Klopapier im Auto gehabt hättest, Ja. hättest du sie ja in dem Moment nicht dabei gehabt, oder? Also du hättest es ja dann quasi im Telemark. Nee, aber jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich für die Zukunft. Aber willst du dann immer eine Rolle Klopapier mit aufs Klo nehmen, Ja, oder? klar. Das ist Sieht ein komisch verkopfter aus, ne? Lifehack. Ja, Das sieht aus, als wenn du Klopapier klaust. Da siehst du auch aus wie so ein tschechischer Das Fernfahrer. stimmt, das stimmt. Ich aber sage auch nicht, dass komisch. tschechische Fernfahrer Klopapier klauen. Ich aber. Ich glaube, du hast es Auf vollkommen jeden Fall hat der mir tatsächlich. das Leben gerettet in dem Moment. Okay. Naja. Aber als Lifehack taugt es nicht, glaube ich. Dann nehmen wir Taschentücher. Können wir aufhören, über Scheißen zu reden gerade? Du hast damit angefangen. Das stimmt.